Liebe Freunde, es ist immer problematisch, wenn man als Dritter redet. Denn ehrlich gesagt, nach zwei Reden, die ich mitbekommen habe, ist eigentlich alles Kluge schon gesagt worden. Bloß noch nicht von mir. Aber das ist eigentlich kein Grund, dass ich noch rede. Aber ich will mal versuchen, die Dinge, die hier angesprochen worden sind, auch einige zu vertiefen. Und ich fange ganz tief in der badischen Geschichte an. Frau Weidel und ich waren heute beim Parteitag der baden-württembergischen AfD in Karlsruhe. Da fährt man von Basel nach Karlsruhe und da kommt man an einem kleinen Städtchen vorbei, das Sie wahrscheinlich irgendwann mal kennen, irgendwann mal besucht haben, Ettenheim. Ich sehe Kopfnicken bei einigen. Dieses kleine Städtchen hat in der Geschichte eine ganz herausragende Rolle gespielt. Und es ist ein Symbol für das, worüber wir heute reden. In Ettenheim saß nach der Französischen Revolution ein Bourbonenprinz und amüsierte sich mit seinen Geliebten. Napoleon glaubte aber, er war noch nicht Kaiser, sondern erster Konsul, er glaubte, er müsse diesen Bourbonenprinzen umbringen. Und also schickte er ein Kommando nach Ettenheim, holte den Prinzen raus und erschoss ihn in Vincennes. Warum erzähle ich das? Weil Baden damals fast ein unabhängiger Staat innerhalb des Heiligen Römischen Reiches war. Aber die Grenzen waren offen. Ein kleines Kommando der französischen Armee konnte tief in Baden Rachejustiz betreiben. Das ist ein Beispiel für offene Grenzen und mangelnde Selbstbehauptung eines Staates in ihrer eigenen Geschichte. Und liebe Freunde, diese mangelnde Selbstbehauptung ist eben auch der Punkt, den Frau Weidel angesprochen hat, nämlich, dass wir nicht mehr den Willen haben, uns vor der Invasion, die eine echte Invasion ist, zu schützen. Baden hat aus dieser damaligen Situation eine Menge gelernt. Und Baden war der Staat, der nach Preußen am stärksten für die deutsche Einheit unter Bismarck war. Und es war der badische Großherzog, der als erster das Hoch auf den neu gekrönten Kaiser Wilhelm im Versailler Spiegelsaal ausgebracht hat. So verbinden sich historische Traditionen, denn Baden hatte aus seiner Machtlosigkeit, aus den offenen Grenzen in der Napoleonzeit gelernt, dass wir einen starken Staat, ein starkes Deutschland brauchen, und es hatte diese Politik verfolgt und war sozusagen der Hauptunterstützer für die Bismarckische Reichseinigungspolitik. Heute haben wir wieder eine Situation, dass wir keinen starken Staat haben. Nicht, weil es heute keine Grenzsicherung geben könnte, nicht, weil wir keine Bundeswehr haben, nicht, weil wir keine Polizei haben. All das, was Baden nicht hatte, hat Deutschland. Aber es wird nicht eingesetzt. Es fehlt der moralische Wille. Es fehlt die Kraft der Regierenden. Es fehlt bei Frau Merkel der Wunsch und der Wille, dem deutschen Volk zu dienen. Und das ist der Fehler dieses Staates und dieser Regierung heute. Es ist heute schon mehrmals darauf hingewiesen worden, es gibt noch immer 13.000 Flüchtlinge monatlich, die ununterbrochen in dieses Land strömen. Unser Asylrecht,
das mal etwas Herausragendes war, weil wir im Gegensatz zu dem, was behauptet wurde, natürlich aus dem Nationalsozialismus gelernt hatten, dass man denen, die verfolgt werden, Hilfe leisten muss. Aber das gilt für diejenigen, die verfolgt werden und nicht für diejenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen glauben, man könne ein besseres Leben in einem anderen Land haben. Das Asylrecht ist zu einem Einwanderungsrecht von Armutsemigranten geworden. Und der Bevölkerungsforscher Gunnar Heinsohn geht sogar noch weiter. Er sagt, das ist nicht mal eine Wirtschaftsmigration, sondern das sind Versorgungssuchende. Und genau das ist richtig. Und das hat ja Elise Weidel auch schon gesagt. Sie wandern in unsere Sozialsysteme ein. Ganze Völkerschaften werden von unserer Regierung aufgefordert, hier einzuwandern und hier zu bleiben. Das ist der Grund, warum wir in den Bundestag wollen, damit das aufhört und damit wir damit wir dieser Regierenden wie der Opposition, ist ja alles dasselbe, klar machen, das geht nicht. Das deutsche Volk will das nicht. Alice Weidel hat schon darauf hingewiesen, was die Folgen sind. Terror, Kriminalität. Da sind Zahlen genannt worden. Ich habe sogar noch fürchterliche, aber die kann man auch weglassen. Mir ist aufgeschrieben worden, 600% höher als bei einheimischer Bevölkerung ist die Gewaltkriminalität. Und was ich gar nicht glauben kann, aber vielleicht ist es so, 4000% höher bei Gruppenvergewaltigung. Das heißt, das, was uns immer gesagt wird, dass die Fremden überhaupt nichts mit Kriminalität oder nur wenig mit Kriminalität zu tun haben, stimmt nicht. Und das ist der Punkt. Diese Gesellschaft hat ihre Wehrhaftigkeit verloren. Wir gewöhnen uns dran. Es geht damit los, dass wir zulassen, dass Abschiebungen ausgesetzt werden, weil Berufsschüler sich irgendwo auf den Marktplatz setzen und sagen, wir wollen nicht, dass unser Mitschüler abgeschoben wird. Der Rechtsstaat kapituliert schon vor Berufsschülern. Wie soll er denn nicht kapitulieren vor den vielen, die in dieses Land strömen? Und liebe Freunde, ich habe es schon ausgesprochen, wir fangen uns daran an zu gewöhnen. Natürlich wird das ja auch alles ganz geschickt gemacht. Ich habe ja gesagt, 13.000 kommen monatlich. Aber die kommen natürlich nicht mehr so gut filmbar auf der Balkanroute. Die kommen über das Mittelmeer, über Italien. Die kommen mit Zügen, die kommen mit Flugzeugen. Das ist nicht mehr so sichtbar. Es ist da, aber die Regierenden sagen euch, das Problem ist längst gelöst. Wir haben das Problem im Griff. Nichts haben sie im Griff. Sie haben es nur versucht, aus den Bildern zu verdrängen. Und wir müssen deutlich machen, dass dieses Problem weiter da ist. Schon nach den ersten Anschlägen, Alice Weidel hat alle nochmal aufgezählt, da waren auch die Deutschen wieder dabei, also die in deutschen Städten verübten Anschläge. Danach konnten sie im gebührenbezahlten Fernsehen sehen, wie Psychologen uns sagten, tja, das ist nun die Folge der offenen Grenzen. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Ihr müsst euch einfach an den Terror gewöhnen. Ihr müsst mit dieser Kriminalität leben. Nein, liebe Freunde, die AfD ist da, damit wir uns nicht an Terror gewöhnen und nicht an Kriminalität. Applaus
Und wir sollten uns auch immer daran erinnern. Und wenn uns dieser Finanzminister, der aus dieser Gegend hier stammt, sagt, offene Grenzen und Globalisierung zwingen uns, diese Menschen aufzunehmen, dann weiß Herr Schäuble genauso wie ich, weil wir selbst schon Politik gemacht haben vor 89, dass die alte Bundesrepublik Waren überall in die Welt verkauft hat. Und kein Mensch ist damals auf die Idee gekommen und hat Herrn Kohl weisgemacht, er müsse jetzt Menschen aus Schwarzafrika oder aus den arabischen Ländern aufnehmen. Das ist pure Propaganda eines Mannes, der das deutsche Volk verändern will. Und liebe Freunde, es ist schon gesagt worden, das ist eine schädliche Politik. Aber es ist nicht nur eine schädliche Politik gegen das deutsche Volk, es ist eine schädliche Politik gegenüber vielen Völkern in Europa, die unsere natürlichen Verbündeten sind. Und die Regierenden, und zwar nicht nur die in Deutschland, sondern auch die in Brüssel, wollen uns zwingen, uns zu einer multikulturellen Gesellschaft zu verwandeln. Und das machen sie jetzt mit einem Versuch, der ungeheuerlich ist. Nämlich das berühmte, klingt ganz abstrakt, Vertragsverletzungsverfahren gegen Tschechien, Polen und Ungarn. Da sollen drei Länder gezwungen werden, die Flüchtlinge, die Frau Merkel in dieses Land geladen hat, abzunehmen, uns und Frau Merkel abzunehmen. Bei allem Respekt, dass es uns als Deutschen nützen würde, das dürfen wir nicht zulassen, dass zwangsweise multikulturelle Gesellschaften in den osteuropäischen Staaten sozusagen hergestellt werden durch Druck aus Brüssel und Finanzentzug. Jeder Flüchtling, der bei uns ankommt, kommt aus einem sicheren Drittstaat. Die Regierenden und auch Frau von der Leyen sind ja so stolz, dass sie immer sagen, wir sind von Freunden umgeben. Wenn das so ist, dürfte bei uns überhaupt keiner Asylrecht erhalten. Denn alle hätten in den sicheren Drittstaaten ihr Asylverfahren einleiten müssen. Das geschieht aber nicht. Und ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür, dass beispielsweise die Italiener sagen, es kann doch nicht sein, dass die alle bei uns bleiben. Ja, Freunde, das ist richtig, was die Italiener sagen. Aber dann muss man sie an den europäischen Außengrenzen aufhalten. Und zwar mit dem moralischen Willen, auch Gewalt einzusetzen. Und liebe Freunde, dann wird uns immer gesagt, ja, das ist gar nicht so einfach. Die haben ja oft gar keine Papiere. Das ist auch sehr schön. In dieses Land kommen sie immer ohne Papiere. Da müssen sie nur Asyl rufen. Aber wenn sie abgeschoben werden sollen, dann geht das nicht. Dann müssen die Papiere her. Und also bleiben die Leute hier, weil diese Abschiebung bewusst verhindert wird. Und genau das wollen wir nicht. Und Alice Weidel hat vorgetragen, was wir stattdessen wollen, dass konsequent die Leute, die kein Asylrecht haben, wieder in die Herkunftsländer zurückgeführt werden. Und liebe Freunde, es wird uns ja auch erzählt, es ist schon schlimm, was uns alles ununterbrochen erzählt wird. Es wird uns auch erzählt, die Menschen aus Afrika kommen zwar über Libyen, da gibt's viele Menschenrechtsverletzungen, aber wenn sie angekommen sind, dann darf man sie nicht auf dem Wege über Libyen zurückschicken. Warum eigentlich nicht? Wenn sie freiwillig diesen Weg durch die angebliche Hölle gewählt haben, dann können sie diesen Weg auch wieder zurückgehen, freiwillig. Was ist denn das für eine Logik, dass man alle Menschen aufnehmen muss, die es irgendwie an die europäischen Außengrenzen geschafft haben?
Deshalb ergänze ich das, was Alice Weidel an Maßnahmen gesagt hat, durch eine ganz einfache. Die Frontex-Schiffe mögen sich bitte an der nordafrikanischen Küste aufhalten und nicht die Flüchtlinge nach Italien bringen. Italien kann so wenig mit ihnen anfangen wie Deutschland, Polen, Tschechien oder Ungarn. Sie mögen die Flüchtlinge dahin zurückbringen, wo sie aus Nordafrika gekommen sind. Und da ist es mir ziemlich schnuppe, sage ich ganz offen, ob die internationalen Gewässer oder die Hoheitsgewässer von Libyen, das gar kein Staat mehr ist, verletzt werden. Es kann nicht sein, dass das Völkerrecht, überhaupt der Rechtsstaat, immer nur zu unseren Lasten angewandt wird. Aber wenn wir etwas durchsetzen wollen, dann heißt es, das geht nicht. Das lässt das Völkerrecht oder der Rechtsstaat nicht zu. Welcher Irrsinn das ist, ist zufällig. Und ich komme aus Brandenburg, in Brandenburg deutlich geworden. Dort gibt es einen Kameruner, der zwischen 2014 und 2013 19 Mal aufgefordert wurde, sich um einen Pass zu kümmern. Er hat 19 Mal die Mitarbeit verweigert. Er hat 19 Mal seine Identität verschwiegen. Er hat 19 Mal nichts gesagt. Und er bekommt immer noch alle soziale Unterstützung. Und lebt immer noch glücklich und zufrieden wie im Märchen in unserem Sozialsystem. Wenn das keine Aufforderung an die Schwachen dieser Welt ist, dann weiß ich überhaupt nicht, was eine Aufforderung ist. Und liebe Freunde, da haben sich wirklich einige verschworen, uns dieses Land wegzunehmen. Das Land unserer Väter, unser Deutschland. Ich weiß, da gibt es viele, die mögen dieses Deutschland nicht. Ich muss nur an Frau Roth erinnern. Aber wir wollen es und wir mögen es. Und wir sind eben nicht nur die länger hier Lebenden, wie Frau Merkel zu sagen pflegt, sondern wir sind das deutsche Volk. Und wir haben Rechte, staatsrechtliche und völkerrechtliche Rechte auf dieses Land. Und liebe Freunde, die britische Premierministerin May hat völlig recht, als sie vor kurzem mal gesagt hat, wer nur irgendwo lebt, lebt nirgendwo. Und Politik für die Nirgendwos mache ich, Theresa May, nicht. Das ist Britain zuerst. Das ist Politik für das Volk. Frau Merkel hätte den Satz nicht gesagt und sie macht genau Politik für die, die nirgendwo leben. Und liebe Freunde, das ist auch der Unterschied zu Trump. Ja, ich weiß. Von der Frisur bis zum Auftreten. In keinem Land ist der Mann so schlecht gemacht worden wie vom deutschen Fernsehen. Dafür gibt es eine unabhängige, objektive Untersuchung. Da wurde nur vorgeführt, was für ein Dummschwätzer und alberner Kerl er ist. Das sind unsere Medien, die uns einreden wollen, solche Leute wie er dürfen nie in einem Lande regieren. Das führt zum Untergang Amerikas und natürlich, wenn wir dran kämen, auch zum Untergang Deutschlands. Aber, liebe Freunde, ja, der Trump hat Fehler gemacht. Das ist auch nicht alles effizient, was er tut. Will ich gern zugeben. Aber liebe Freunde, er tut was. Er hat seinen Wählern versprochen, wenn ich drankomme, hat er zwei Sachen versprochen. Ich baue die Mauer zu Mexiko und ich reduziere die muslimische Einwanderung. Und das Letzte versucht er. Er versucht es ununterbrochen wieder mit Dekreten und kämpft mit Richtern um die Umsetzung dieser Politik. Da mag man über den Erfolg streiten.
Und der ist bis jetzt nicht groß, gebe ich gern zu. Aber er versucht es, er kämpft für sein Volk. Nicht wie die uns Regierenden, die sagen, da kann man nichts machen. Er ist ein Patriot, Frau Merkel nicht. Alice Weidel hat schon auf die Problematik der muslimischen Einwanderer hingewiesen. Bevölkerungswissenschaftler sind der Meinung, dass im Islambogen Afrikas, wie das so schön heißt, bis zu 240 Millionen auf eine Gelegenheit für die Einwanderung nach Europa warten. Und im Jahre 2050, so hat es eben jener Gunnar Heinsohn, den ich schon mal erwähnt habe, ausgerechnet, werden es 1,1 Milliarden Menschen sein, die nach Europa drängen, um hier soziale Sicherheit zu haben. Jeder Migrant kostet 13.000 Euro. Das sind 130 Milliarden im 10. Jahr. Das, liebe Freunde, ist die Bereicherung, die die Grünen mit der Migration verbinden. Und, liebe Freunde, lasst euch eins nicht einreden. Auch der Euro ist nicht unendlich. Es ist keine Währung, bei der man sinnlos nachdrucken kann. Diese 130 Milliarden werden woanders fehlen. Und sie werden am Ende euch aus der Tasche genommen. Die Regierenden können noch so oft sagen, sie werden die Steuern nicht erhöhen. Sie werden sie erhöhen, wenn sie ihre Politik nicht mehr finanzieren könnten mit klassischen Mitteln. Das ist die Sorge und das ist die Sorge vor Umverteilung, die wir und ihr alle haben müsst. Ein kluger Wirtschaftshistoriker hat einmal gesagt, Milton Friedman, Alice Weidel kennt ihn bestimmt besser als ich, er hat mal gesagt, es gibt entweder offene Grenzen oder es gibt den Sozialstaat. Beides geht nicht. Offene Grenzen werden den Sozialstaat zerstören und wir alle und unsere Nachkommen werden darunter leiden. Aber, liebe Freunde, es geht nicht nur wirtschaftlich nicht, es geht eben auch kulturell nicht. Und da kommen wir zu dem, was schon hier angesprochen worden ist. Ich nehme mal das Abstimmungsverhalten der Deutsch-Türken über die Erdogan-Verfassung. Eine Mehrheit von knapp 70% hat, obwohl sie unter dem Schutz des Grundgesetzes leben, dieses Grundgesetz mit Füßen getreten und für eine autoritäre Verfassung gestimmt, bei der am Ende die Todesstrafe eine Rolle spielen wird. Was ist das für eine Integration? Es ist völlig klar, liebe Freunde, es gibt keine doppelte Loyalität. Man kann entweder Türke oder man kann Deutscher sein. Man kann niemals beides sein. Und dann gibt es da unsere Ausländerbeauftragte, deren Namen ich nicht aussprechen kann, die heute schon mal zitiert worden ist. Die hat nicht nur das gesagt, was Sie zitiert haben über die deutsche Kultur, sie hat noch was gesagt. Sie hat nämlich gesagt, die Regeln des Zusammenlebens in Deutschland müssen täglich neu ausgehandelt werden. Liebe Freunde, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Wenn irgendein Unverschämter auf dem Bürgersteig sagt, du gehst jetzt runter, du Scheißdeutscher, denn ich handle das jetzt alles neu aus, dann ist das eine Möglichkeit, die diese Ausländerbeauftragte für eine Realität hält. Nein, das Grundgesetz und unser Rechtsstaat und die Gesetze bestimmen, wie es in Deutschland zuzugehen hat. Und da werden wir nicht ununterbrochen darum handeln, ob wir nach diesen Gesetzen leben dürfen.
Und liebe Freunde, dieser Ausländerbeauftragte vergeht sich nicht nur an der deutschen Kultur, das Zitat will ich jetzt nicht wiederholen, die muss nie in ihrem Leben ein Buch gelesen haben, wenn sie so einen Schwachsinn von sich gibt. Nein, sie vergeht sich auch am Grundgesetz, am Rechtsstaat und an unseren Gesetzen. Und deshalb müssen solche Leute am besten wieder dahin gehen, wo sie herkommen. Wer mit uns leben will, muss unsere Werte teilen. Er muss unsere Kultur akzeptieren, er muss unsere Sprache sprechen und er muss Teil unserer rechtsstaatlichen Verfassung innerlich sein und werden. Nur das geht. Und das geht, und das hat Alice Weidel schon ausgeführt, mit dem Islam eben nicht. Denn der Islam ist keine Religion wie die katholische oder die evangelische. Der Islam, so hat es der iranische Revolutionsführer Khomeini einmal gesagt, der Islam ist entweder politisch oder er ist nicht. Das heißt, der Islam, so wie ihn die Moslems leben, kann mit dem Grundgesetz gar nicht vereinbar sein. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, da wir ja immer, auch Alice Weidel hat es schon angeführt, uns immer vorgeworfen wird, wir schüren die Angst. Wir schüren die Angst vor Islamisierung. Das gibt es alles gar nicht. Es gibt so wenige Leute. Vor wenigen Tagen ist Folgendes passiert, auch in Brandenburg. In der Stadt Cottbus stand ein Asylbewerber vor Gericht, der Folgendes begangen hat. Er hat seine Frau, auf die er glaubte, eifersüchtig zu sein, mit 17 Messerstichen fast getötet. Er hat sie dann aus dem Fenster geworfen, ist nachgerannt und hat ihr der schon halbtoten auf dem Bordstein liegenden 4-mal die Kehle durchgeschnitten. Dieser Mann ist nicht wegen Mordes verurteilt worden, sondern nur wegen Totschlag. Kultureller Hintergrund. Konnte er nicht wissen, dass das eine furchtbare Tat ist. Und, liebe Freunde, ein Potsdamer Professor für Strafrecht hat das Ganze noch verteidigt. Das ist Islamisierung. Das ist Islamisierung der Rechtsprechung. Und das ist das Beispiel, das sind die Beispiele, die zeigen, dass wir Recht haben und dass wir diese Islamisierung verhindern müssen. Ich weiß auch gar nicht, warum die Regierenden uns immer angreifen. Es gibt für diese Art von allmählicher Überwältigung, die Sie übrigens sehr schön nachlesen können in einem Roman eines französischen Autors, Die Unterwerfung von Ulmeck, das ich jedem empfehlen kann. Aber es gibt dafür auch schlichte politische Aussagen. Der türkische Staatspräsident hat gesagt, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette. Die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Das ist das klare Programm der Übernahme dieses Landes, wenn nicht heute und nicht morgen, dann übermorgen. Und genau das wollen wir um jeden Preis verhindern, weil es unser Land ist. Und was dann auf uns zukommt, das konnten Sie vor ein paar Tagen in einer Befragung lesen. Man hat ein Institut, ich weiß jetzt nicht mehr welches, türkischstämmige Muslime befragt. Und da kamen zwei interessante Zahlen raus. Die sind gefragt worden, was ist wichtiger, die Gebote der Religion zu befolgen oder die Gesetze. Da haben 47% der bei uns Lebenden gesagt, es ist wichtiger, die Religion zu befolgen, die Gesetze sind nicht so wichtig. Und dann ist gefragt worden, man kann sich am Kopf fassen, nein, die Frage ist gut.
Was halten Sie denn von einer Rückkehr zu einer Gesellschaft, wie sie zur Zeiten Mohammeds bestand? Da haben 32% der muslimischen Deutsch-Türken gesagt, wäre eine gute Idee, dass wir das wieder einführen. Das ist die Integration, wie sie angeblich funktioniert. Und das ist genau das, was ich als Islamisierung bezeichne. Und deswegen wollen wir das nicht. Und liebe Freunde, ich habe noch nicht Nachrichten gehört. Heute gab es ja diese Demonstration in Köln. Aber schon im Vorfeld war völlig klar, die größte türkische Organisation hat daran nicht teilgenommen. Sie wollen nicht gegen den Terror demonstrieren. Sie haben schlichtweg gesagt, wir beteiligen uns daran nicht. Das hat die Bundesregierung zwar kritisiert, aber Folgerungen daraus zu ziehen, zu sagen, unser ganzes Projekt auf Integration und kulturelle Assimilation ist gescheitert, das tut die Bundesregierung nicht, sondern sie sagen, wir müssen mit denen halt reden. Liebe Freunde, deswegen, und das ist völlig klar, wollen wir mitbestimmen, wer zu uns passt und wen wir in diesem Lande mit uns zusammen haben wollen. Und wir wollen klar sagen, wenn wir das nicht wollen. Und das ist auch der Unterschied zu den Briten. Auch die sind mit Hohn und Spott übergossen worden. Mit Hohn und Spott wegen ihres Austritts aus der EU. Ja, vielleicht war es falsch. Vielleicht wäre es auch für uns falsch. Nur die Briten sind gefragt worden und sie durften über eine Existenzfrage ihres Landes entscheiden und nicht einige Abgeordnete. Und das will ich auch für uns. Das ist direkte Demokratie. Die Grundfragen der Nation müssen von der Bevölkerung entschieden werden und nicht von einigen Abgeordneten. Lassen Sie mich am Ende noch ein paar Worte zum Euro sagen. Das ist ja der Gründungsmythos unserer Partei und das Problem ist ja nicht gelöst. Wir zahlen eifrig an Griechenland, wir sichern französische Banken, die griechische Anleihen haben. Es geht alles so weiter. Aber auch das wird nicht mehr so deutlich wahrgenommen. Wir hätten den Euro in Deutschland nicht gebraucht. Er ist eine politische Währung, die die Franzosen eingefordert haben, um der Wiedervereinigung zuzustimmen, was nicht ganz stimmt. Sie haben sie schon vorher eingefordert, weil Mitterrand bzw. sein Berater der Meinung war, nur mit dem Euro kann man die deutsche Atombombe entschärfen. Nein, nicht die wirkliche. Die deutsche Atombombe war die Wirtschaft und ist die Wirtschaft. Nun sind die Franzosen inzwischen sehr viel nachdenklicher geworden, weil dieser Euro nicht funktioniert. Er kann auch nicht funktionieren. Sie können keine gemeinsame Währung um unterschiedliche Wirtschaftskulturen legen. Das muss schiefgehen. Das ist immer in der Geschichte schiefgegangen und es wird auch diesmal schiefgehen. Das wird uns wieder teuer zu stehen kommen und wir werden viel zu zahlen haben. Aber auch da ist die Frage, warum ist das deutsche Volk nie gefragt worden, ob es diese eine europäische Währung in dieser Form haben will? Und genau das muss mit der direkten Demokratie versucht werden, auf Dauer durchzusetzen. Veränderungen, die das Volk im Grundsatz betreffen, dürfen nicht mehr vom Parlament alleine entschieden werden. Und liebe Freunde, lassen Sie mich zu Europa noch eins sagen. Auch da hören wir ja immer wieder, ja, das ist schon deswegen notwendig, die großen Einheiten, schauen Sie Russland an, Amerika und China, da kann die kleine Schweiz gar nichts dagegen machen. Also ich fahre durch die Schweiz und sehe eigentlich nur ein erfolgreiches Land. Man darf ja die Frage stellen, wieso ist Norwegen so erfolgreich? Ist auch nicht in der Europäischen Union. Lassen Sie sich diesen Unsinn nicht einreden. Europa ist nicht notwendig für uns, für unsere Wirtschaft. Ich meine die Europäische Union
Europa ist gut und richtig und wir sind Teil dieses europäischen Kontinents. Aber wir brauchen die Europäische Union als politische Union nicht. Und liebe Freunde, ich gucke gerne in die Geschichte. Ich habe angefangen mit 1803. Gucken Sie doch mal in die Geschichte. Hat die größere Einheit, die wirtschaftlich unbeweglichere oder die kleinere Einheit gewonnen? Sie haben alle mal noch in der Schule gehört, Athen gegen Persien. Das eine ein Riesenreich, das andere eine Stadt. Athen war der Sieger. Sie haben alle dunkel davon gehört, dass das kleine England unter Elisabeth das riesige spanische Weltreich einschließlich Südamerikas gestellt hat. Und wer hat gewonnen? Das kleine England. Und das riesige französische Kaiserreich, ich habe das vorhin angeführt in einem anderen Zusammenhang, ist auch untergegangen. Es war wirtschaftlich eben eine zu große Einheit. Kleine, innovative Einheiten sind das, was die Wirtschaft voranbringt. Und deswegen ist dieses Einreden wollen, dass wir eine große Gemeinschaft brauchen und dass nur unter dem Schutzschild dieser riesigen Brüsseler Bürokratie wir Erfolg haben könnten, das ist falsch und wird uns von unseren Politikern eingeredet, weil sie das so haben wollen und uns nicht mitbestimmen lassen wollen. Liebe Freunde, ich bin hier in Baden und lasse deswegen Russlandpolitik jetzt beiseite. Und Sie haben auch lange genug geduldig zugehört. Lassen Sie mich noch eins zum kommenden Wahlkampf sagen. Alice Weidel hat es schon vorweggenommen. Wir werden einen sehr schweren Wahlkampf haben und wir brauchen jeden von Ihnen. Angriffe auf unsere Büros, Verdächtigungen, Verfassungsschutz, Verfolgung, wir kriegen keine Hotels, keine Versammlungsräume. All das wird im Wahlkampf eine